Mein Name? Uwe Keller. Freiberuflicher Schauspieler. Seit über 20 Jahren in den Bereichen Theater, Film und Fernsehen tätig. Das war dein Plan? Ich hab dir viel zugetraut, aber in dem Wald. Ich freue mich so sehr, denn ich habe vor kurzer Zeit die Zusage für die Rolle des Marcel Reinhardt bekommen. Zum ersten Mal darf ich in einem Actionfilm mitwirken und dazu noch einen RAF-Terroristen darstellen. Ich habe schon viele Rollen gespielt, die sich jedoch sehr oft irgendwie geglichen haben. Aber jetzt in einem Actionfilm, einen Actiondarsteller. Nun mache ich mich auf den Weg nach München, zu meinem ersten Drehtag für Retzfeld. Genauer gesagt, ich fahre nach Pfaffenhofen. Dort steht ein ehemaliger Fernmeldebunker der Bundeswehr. Ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Ihr könnt mich gerne begleiten. Also ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Natürlich spiele ich auch gerne Theater und mag es sehr, wenn ich vor 800, 1000 Menschen spielen kann und darf. Aber Kamera, Kino, Film, Fernsehen, das ist schon was Besonderes. Ich kann ganz tief in die Emotionen reingehen. Ja, so, ich habe gleich mehrere Szenen hintereinander unten im Bunker. Und um mal zuzugucken, bitte ich euch doch einfach mal mitzukommen. So tief kann ich als Schauspieler auf der Bühne es gar nicht, ja, vermerken. Denn das Unterbewusstsein, das spüre ich bei Film und Fernsehen umso mehr. Ich kann mich in die Rolle so reinversetzen, dass ich in dem Moment dieser Typ bin. In diesem Fall hoffe ich doch zumindest den Marcel Reinhardt. Aber du hast eine Ausbildung gemacht. Ja, ich habe die eben jetzt auch vor 2 Wochen, ehrlich zu sein, beendet. Also habe jetzt den Abschluss als Professional Make-up Artist. Mhm. Und ja, so lange ist es gar nicht, dass ich das diesen Beruf mache. Also du bist keine Maskenbildnerin? Nein. Im deutschen Sinne, sondern bist jetzt halt. Genau, es gibt halt verschiedene Unterschiede. Also Maskenbildner sind halt eher im Theater. Weil da werden sowas wie Perücken geknüpft oder selber auch Masken hergestellt. Es wird so ein Gesichtsabdruck gemacht und damit. Das gehört dann alles zu dem Beruf Masken. Genau, also wie gesagt, Perücken knüpfen und verschiedene andere Sachen machen. Das ist halt deutlich, deutlich aufwendiger als wie Make-up Artist. Es geht halt, also mein Beruf geht es eigentlich darum, schön zu schminken oder so wie jetzt halt auch Wunden. Böse zu schminken. Böse, ja, genau. Typische Schusswunden. Yes. Genau. Und halt Maskenbilden ist halt viel aufwendiger. Ist zwar auch ein sehr schöner Beruf, muss man dazu sagen. Hat aber nicht wirklich was mit Beauty zu tun, wenn wir das so erklären wollen. Konzentration. Du feige Sau! Hey, tut mir leid, ich bin für sowas nicht mit, was ich kann. Erst wenn alles vorbei ist, bist du verletzt. Nein, ich weiß nicht. Kann ich etwas tun? Ja, mit zwei. Geht zur Tür und halte die Stellung. Dann kann ich aus dem Raum raus.
Mein Name ist Miriam Ahlet und ich bin die Regisseurin von unserem Kurzfilm Red Cell. Ja, und mein Name ist Matthias Luge und ich bin halt der Drehbuchautor und aber auch Aufnahmeleiter von diesem Kurzfilm. Genau, und wir arbeiten sehr eng zusammen. Und es ist eigentlich eine kurze Geschichte, wo ein ganz normaler Mann bei seinem Alltagstreiben rausgerissen wird, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und er hat dann einfach einen Banküberfall miterlebt. Und da hat ein junger Mann namens Felix ihn dann als Geisel genommen und ihn in diesen Bunker geführt, in den wir jetzt dann filmen werden. Und der Georg, dann fängt halt sein Kampf ums Überleben an. Bei unserem Kurzfilm, darum geht's kurz. Genau, weil es stellt sich dann raus in der Geschichte, als er dann in diesem Bunker ist, das soll ja ein verlassener Bunker darstellen, dass da ein Versteck ist von ehemaligen RAF-Mitgliedern. Und da wird es ja wirklich lebensgefährlich. Und genau, und der Grund, warum halt das eben ausgewählt hatten, ich habe mich halt inspirieren lassen durch Zeitungsberichte, so von Berichten von Banküberfällen, die von Leuten halt durchgeführt worden sind, die immer noch nicht geschnappt worden sind, das in der dritten Generation. Ich habe gedacht, das wäre doch eine gute Basis mal für einen Thriller, so einen unterhaltsamen, spannenden Film. Ja. Ja, das war halt einfach der Hauptansichtspunkt. Also wir haben jetzt keine politische Zielsetzung mit dem Film an sich. Ja, und wir wollen auch vor allem die RAF jetzt nicht sonderlich böse oder gut darstellen. Also das war jetzt nicht unser Ziel. Wir wollten einfach nur ein bisschen was Besonderes in unseren Kurzfilm reinbringen und einfach ein bisschen Abwechslung einfach. Etwas, das den Film ein bisschen interessanter macht. Und wir dachten uns, es werden so viele Filme immer über Nazis gefilmt, warum dann mal nicht die andere Extreme und RAF-Mitglieder mal mit reinnehmen? Sowas kennt man nämlich noch nicht. Genau. Stichwort Vielfalt im Genre. Gerade im Genre-Kino in Deutschland. Bei Action ist nicht so viel los und deswegen ist es für uns natürlich besonders spaßig, mal so einen Actionfilm zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die meisten Kurzfilme sind ja Dramen und vor allem aus dem deutschen Fernsehen kennt man ja die typischen Komödien. Und ja, wir wollen gerne mal, dachten wir, so einen Actionfilm zu drehen. Genau. Ist aber ein No-Budget-Projekt, also wir alle Crewmitglieder finanzieren den Film selbst. Also ist klar, da ist keine Hochschule oder Förderung dahinter. Gar nichts. Aber deswegen macht es auch irgendwie Spaß, ein eigenes Projekt zu machen. Wir machen das freiwillig aus eigenen Freizeitgründen, weil wir Lust darauf haben. Wir werden nicht gefördert von irgendeiner Hochschule. Glaskopf, bist du da? Ja, ich bin getroffen. Ihr müsst mich hier rausholen. Cut! Und das war dein Plan? Ich hab dir ja viel zugetraut, aber ihn im Wald aufzusetzen war wohl zu einfach. Ja, aber da waren die Cops. Ich meine, jetzt können wir doch alles in Ruhe besprechen, oder? Er weiß ja, Frau.